Hallo, herzlich willkommen zur 167. Folge Let's Showplay Minecraft. Wir sind auf Puerto Vallarta und wie ihr seht, habe ich mich wieder mal an ein neues Texture Pack gewagt. Und zwar ist das Floß Realistic Texture Pack. Fällt halt auf durch das sehr helle Holz. Ist ein 128er Pack. Wollen mal sehen, wie das läuft, wie sich das macht. Und wir werden hier gleich mal als erstes die Tische hier anpassen. Da können wir ja jetzt die Pressure Plates auf die Zäune raufsetzen. Schauen wir mal nochmal ins Inventar. Leder, ja, okay. Sieh mal, wollen wir mal gucken. Schauen wir uns mal bisschen an. Werden wir uns sicherlich ein bisschen dran gewöhnen müssen, aber so, zack, das mit den Tischen. Ja, mit dem Pressure Plate sieht das doch hier schon sehr viel besser aus. Das werden wir dann gleich unten auch noch machen. Zack, 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 hier. Nämlich da, zack, zack, das wegklopfen. Einsammeln und so, plock, plock. Ja, ist zwar ein bisschen nicht ganz so schön für anreibbare Tische, aber naja, schauen wir mal. No. Was werden wir heute machen, beziehungsweise in Angriff nehmen, beziehungsweise was habe ich in letzter Zeit gemacht? Ich war ganz fleißig dabei in Neptuns Dank. Da werden wir uns jetzt auch hinbegeben. Und zwar nehmen wir dafür das Boot. Haha! Jawohl. Ich war nämlich ganz fleißig dabei, in Neptuns Dank das Eis wegzuhacken. Das hat mich einige Diamanthacken gekostet, weil ich da wirklich jede Menge Eis weggeklopft habe. Und jetzt ist es also wirklich möglich, hier mit dem Schiff zum Beispiel von Puerto Vallarta mit dem Boot zu fahren, direkt an Carabatabana zum Beispiel vorbei, dann direkt auch nach Neptuns Dank. Ich muss sagen, so mit den Bäumen, das gefällt mir schon ganz gut. Dann hier Les Piranhas, ja vorwiegend aus Sandstein gebaut. Ja. Gut, das Gras ist hier nicht ganz so grün, das liegt aber glaube ich am Biom. Sieht da eigentlich soweit auch ganz gut aus, dass das Gras mal nicht so knallgrün ist. Da drüben sieht man es ja besser. Da hat man grünes Gras. Das passt schon. Und man sieht hier, ist also noch ein guter Teil. So, ich weiß jetzt nicht, was mir da gerade weggeflogen ist. Ob das jetzt Minecraft war oder Freps. Schauen wir mal. Ich glaube, das Boot ist nämlich jetzt weg. Und so, lassen wir den Rechner hier erstmal aufbauen. Ach, da hinten schwimmen ja noch zwei. Die holen wir uns doch glatt. Das ist irgendwie ein Bug beim Absturz. Wenn man in einem Boot oder in einem Minecart sitzt und das Spiel stürzt ab, dann hat man da auf der Strecke liegen dann noch mehrere Minecarts oder Boote. No. Na, egal. Schauen wir mal. Ich habe jetzt nochmal das Advanced OpenGL abgeschaltet. Mal sehen, ob das was bringt oder ob ich dann doch auf ein 64er Texture Pack wechseln muss oder irgend noch was mit Java drehen muss. Aber egal, schauen wir erstmal. Ja, hier ist also noch ein bisschen Eis übrig, aber hier auf der rechten Seite habe ich das Eis überall weggeklopft. Ah, da hinten sehen wir also schon Carabatabana auftauchen und hier konnten wir also früher nicht durchfahren. Ihr seht, ich habe hier auch Fackeln am Ufer aufgestellt, denn in der Eis 1.8 soll ja Eis jetzt nicht mehr nachwachsen auf freien Gewässern, sondern höchstens vom Ufer aus nachwachsen. Und da schauen wir mal und dann kommen wir also hier schon rum nach nach Neptuns Dank, was sich da jetzt hoffentlich so langsam im Hintergrund aufbaut. 1.8 ist da doch leider langsamer. Auch hier die Brückendurchfahrt, die war vorher von Eis versperrt. Ja, wir genießen hier einfach mal kurz die Aussicht,
während sich die Grafik hier aufbaut. Und man konnte eben auch früher nicht hier um die Insel herum in das andere Hafenbecken reinfahren. Von Neptuns Dank, das geht jetzt, weil eben hier alles von Eis befreit ist. Ja, habe ich also teilweise dann am Rand auch noch Fackeln hingesetzt. Man sieht also bis jetzt auch hier hat sich das Eis nicht neu gebildet. Mal sehen, wie das also dann in 1.9 wird. Ob das dann hier wieder zufriert und man sich wieder was einfallen lassen muss. Oder ob das hier vielleicht sogar so bleibt, weil ich eben hier das Eis weggehauen habe. Mal sehen. Ist halt immer so eine Sache, wenn man eine ältere Welt in einer neuen Version von Minecraft spielt. Gerade wenn also am Chunk-Generator, am Landschaftsgenerator gedreht wurde, wie es ja eben bei der 1.8 der Fall war. Und hier haben wir Schnee auf dem Wasser zu liegen. Nochmal sehen, was das wird. Oder hier die. Ah nee, das sind noch Eisblöcke, die hier stehen. Okay. Aber hier war eben zum Beispiel auch früher die Durchfahrt nicht möglich. No. Man sieht, wir fahren jetzt hier auf das Lotsenhaus zu. Da im Hintergrund ist also das Lager zu erkennen. Und so weit, so gut. Jetzt scheint es also doch durchzuhalten. Scheint also tatsächlich an den OpenGL Sachen zu liegen, dass ich die abgeschaltet habe. Ja. Und hier sind wir jetzt eben im Hafenbecken von Neptuns Dank. Das Boot hier, zack, werden wir mal im Lotsenhaus unterbringen. Da, wo es hingehört. So, dann machen wir uns mal da auf den Weg. Ja, und in dieser Folge werde ich also anfangen, hier im Hafenbecken eine Kogge zu bauen. Und ich habe mich also vorher noch ein bisschen schlau gemacht. Sprich, bei Wikipedia kurz nachgeschlagen. Dass ich also ein paar Maße habe und ein bisschen auch was weiß und euch erzählen kann über die Geschichte der Kogge. Einiges hatte ich ja schon letztens gesagt. Die Kogge, speziell eben die Hansekogge, war also der Schiffstyp des Mittelalters und ist entstanden in Norddeutschland, Skandinavien, so Anfang des 12. Jahrhunderts, hat sich also aus den ja, bis dahin gebräuchlichen Schiffstypen entwickelt und war ja einmal hochseetüchtig und das war also ein großer Vorteil und im Vergleich zu den anderen Schiffstypen auch günstiger zu bauen und zu ja, bewirtschaften. Die kamen also mit einer geringeren oder relativ geringen Besatzung aus. So, und ich werde mir jetzt noch ein bisschen Holz schnappen. Cobblestone werden wir nachher auch noch ein bisschen brauchen. Und vor allen Dingen hier auch noch Bretter. Davon werden wir auch noch eine Menge brauchen. So, das Schießpulver und die Enderpearls können einfach eigentlich weg. Schießpulver wäre dann zack, 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 hier bei Waffen und Werkzeuge unterzubringen. Halt, das sind hier ja Mineralien. Kohle, Soulstone, zack. Zap, 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 zap. Da lang geht's. Das ist so ganz lang. Ganz kenne ich hier die Lagergasse auch noch nicht auswendig, beziehungsweise macht er halt immer wieder dieselben Fehler. So, zack, hier kommt das rein. Genau, da haben wir das Schießpulver. Ja. Hier haben wir noch leere Eimer. Ich habe ja in der letzten Folge kräftig Lava aus der Höhle rausgeholt. So, hier haben wir noch Wooden, Gravel, Cobblestone werden wir noch brauchen, dann als Ballast. Aber schauen wir mal. Ja, wie gesagt, also Kogge entwickelt Anfang des 12. Jahrhunderts und halt viel im Schiffsverkehr auf der Ostsee eingesetzt, aber eben auch Nordsee, Skandinavien hoch, nach England rüber, nach Großbritannien, den Ärmelkanal lang nach Frankreich und Spanien runter. Also dann auch im Nordatlantik, in der Biskaya, in der Nordsee, was ja alles recht stürmische Gewässer sind.
Und ja, eigentlich ein recht kleines Schiff, auch für heute Begriffe natürlich. Und ja, ziemlich einfach. Natürlich, wie gesagt, es war halt das Mittelalter und erst so Ende des 14. Jahrhunderts ist die Kogge dann abgelöst worden von fortschrittlicheren Schiffstypen, zum Beispiel eben von der, ja, ich glaube, die Fleute haben dann die Niederländer entwickelt, aber das war dann auch teilweise alles schon später. Ich glaube, es kam dann erst die Galeone, also die, nee, oder die Karacke, die dann aufkam und die Karavelle. Das sind also die Schiffe, mit denen zum Beispiel Kolumbus nach Amerika fuhr. Also eigentlich wollte er ja nach Indien, aber er ist halt in Amerika gelandet. Ne? Man kennt die Geschichte ja. Gut, Jukuhu, es wird hier dunkel. Das heißt, ich werde mich, ups, na, auf den Weg in den Turm machen und hier einfach mal die Nacht verbringen, während ich dann auch ein bisschen was erzähle zu den Abmessungen der Kogge, die wir hier bauen. So, die typische Kogge war so 20 bis 30 Meter lang. Gib Ruhe hier. Also 20 bis 30 Meter lang, 5 bis 8 Meter breit, hatte einen Tiefgang von 2 Metern. Sag mal, wieso kommst du denn jetzt hier rein? Was soll denn das? Weil das Bett hier an der Wand steht, in der Ecke, oder wie? Ich möchte einmal ruhig schlafen. Oder weil es oben offen ist. So, dass ich hier nur mit dem Kopfende an der Wand stehe. So, versuchen wir es jetzt nochmal. Na, reicht auch nicht. Okay, so kommen wir aber hier an massig Experience und Pfeile ran. Also 20 bis 30 Meter lang, 5 bis 8 Meter breit, relativ bauchig gebaut, natürlich als Handelsschiff, ne? Und mir wird das hier doch zu unruhig. Sag mal, woran liegt denn das? So, vielleicht ist es hier oben ruhiger. Ja, natürlich relativ bauchig. Aha, für ein Handelsschiff. 2 Meter Tiefgang. Ein Mast mit einem großen Rahsegel, also einem Segel, was an einer Querstange hängt. Und das Segel hatte so um die 200 Quadratmeter Segelfläche. Der Mast war bis zu 30 Meter hoch, also etwa so lang, wie das Schiff hoch ist. Das ist übrigens so eine generelle Faustregel, die man sich für Schiffe merken kann, wenn man Segelschiffe baut, dass also die Masten ungefähr so hoch sind, wie der Rumpf lang ist. Ja, darauf achtet mal, wenn ihr ein Segelschiff baut. Dass ihr diese Regel, Pi mal Daumen, wenigstens diese Proportionen einhaltet, dass also die Masten ungefähr so hoch sind, wie das Schiff lang ist, dann stimmt das nämlich von den Proportionen her. Warum? Und das ist also relativ egal, ob wir jetzt so ein relativ kleines Schiff bauen, wie eben diese Hansekogge oder vielleicht auch später das Wikingerschiff oder eben die Korvette, die ja dann noch ein Stück größer wird. Ja, die schiebe ich ja auch schon eine Weile vor mir her. Ja. Also ein Mast mit einem Rahsegel, der Mast ungefähr 30 Meter hoch. So 25 bis 30 Meter, bei kleineren Schiffen war der Mast natürlich niedriger. Und wie gesagt, eine Rahe dran, eine Querstange, die also nach beiden Seiten den Rumpf, so um nach jeder Seite um 1,5 Meter überragte. Also wenn der Rumpf so 5 Meter breit war, dann war die Rahe also 8 Meter lang. Beziehungsweise breit. Und wenn der Rumpf 8 Meter breit war, dann war die Rah also so 10 bis 12 Meter lang. Das auch nochmal zu den Proportionen, ne? Dass das also stimmt, wenn ihr Schiffe baut, dass also die Rahen, die Querstangen, an denen die Segel aufgehängt sind, dass die immer ein bisschen breiter sind als das Schiff selber. Ja? Und so kommen wir also hier doch hoffentlich dahin, dass das Ganze relativ gut aussieht. Ja, ich werde hier als erstes also mit Baumstämmen anfangen, den mir hier ein bisschen Platz zu schaffen mit der Schaufel. Fangen wir damit erstmal an. So. Ja, 5 bis 8 Meter Breite
werde ich hier mir einfach mal mit Erde ein bisschen markieren. Ich lasse mir einen Block Abstand. Na, so. Und ja, das wäre also ein halber Meter. Dann kommt der erste Meter. Zweiter Meter. Dritter Meter. Das wären also jetzt 3 Meter. Dann kommt hier in die eigentliche Mitte des Schiffes, markiere ich mir mal so. Da wird also der Kiel drunter gelegt. Und dann kommt es nochmal, erster Meter, zweiter Meter, ups. Und dann haben wir keine Erde mehr für den dritten Meter. Aber egal. Das Wichtige habe ich mir erstmal festgelegt, nämlich die Kiellinie. Ups. Na. Wo also der Kiel langlaufen wird und der also dann, wie gesagt, in 2 Meter Tiefe. Das heißt, hier 2 Blöcke sind 1 Meter. Dann muss ich also hier noch eine Reihe weghauen und noch eine Reihe weghauen. Ups. Ja, zwischendurch mal Luft holen, macht sich immer gut. So, und dann die zweite Reihe weg, dann habe ich also hier meine 2 Meter Tiefgang. Wenn ich also jetzt hier unten die Baumstämme reinsetze, ups, einmal Luft holen. Ja, geht doch. Das ist halt bei Unterwasserarbeiten immer so. Ja. Und was die Kogge eben auch noch hatte, waren relativ steile Steven, also Bug und Heck waren da relativ steil. So, meine Kogge wird 6 Meter breit, also 6,5 Meter breit. Ja. 2 Blöcke sind ungefähr 1 Meter, wenn man also von der Figur als Vergleich mal ausgeht. Und ja, ich werde also auch hier in der Höhe ungefähr den Mast haben. 6 Meter breit, 6,5 Meter breit wird sie also. Das heißt, von der Länge her dann so um die 20, 25 Meter. Das heißt, ich werde hier 50 Blöcke für den Kiel reinsetzen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ups, holen wir nochmal Luft. Hier noch kräftig schaufeln. Denn für eine Länge des Kiels unter Wasser von, ups, ja doch, ist ja gut. Ist ja gut. So, erstmal mal einen Happen, damit wir uns hier wieder heilen. So. Na, kann ich das im Wasser nicht? Wieso kann ich ihn jetzt nicht essen? Was soll denn das? Ach so, ich hab schon, bin schon voll gegessen. Haha, ist das schön. So, dann können wir ja hier fröhlich weiter dem Luftmangel frönen. So, blub, 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 blub. Und na komm schon, geh nach oben hier. Zack. So, dann 10 Blöcke haben wir da hingesetzt. Das wären also 5 Meter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Meter. 1, 2. Ups. So. So, 3, 4, 5. Sechs, das wären also 13 Meter. Damit würde der Mast ein bisschen. Ah ja, okay, muss ich den Mast ein bisschen vorlicher setzen als hier.
geplant. So, ich werde hier mal noch runtertauchen und dann nochmal hier hochgehen, dass ich dann also hier auch, zack, mir das noch ranholen kann. Ja, das wären also jetzt noch 30 Blöcke, 15 Meter. 12 Meter habe ich nach vorne. Wenn wir hier nochmal 12, ein paar Meter nach hinten packen. Und schauen wir mal. 1, 2, 6. Lang. So, was war das? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, damit hätten wir also 24 Meter. Na, 12 nach vorne, 12 nach hinten. Jedenfalls, ups, Pi mal Daumen. Das sieht ja soweit schon ganz gut aus. Den Achterstäben, also das Heck, kann ich hier schon ziemlich steil rausziehen. Der ist nämlich steiler als der. So, setzen wir das so hin. Dann können wir nämlich dahinter auch gleich ransetzen das Ruder. Einfach hier aus. Mit anderem Holz markiert. So, 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 so. Ja. So, zack. Zack. Und jawohl, den da vorne müssen wir noch weghauen. Haben wir eine Axt dabei? Haben wir nicht dabei. Dann versuchen wir das einfach mal so. Dauert zwar jetzt unter Wasser lange, bis der weg ist, aber das gönnen wir uns mal. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Urks, das hat ja noch ganz knapp geklappt. So, dann werde ich mir jetzt noch weiteres Vollholz holen. Sonst wird ja schon wieder dunkel. Wollefarben. Bauholzsetzlinge. So. Hier haben wir Vollholz drin. So, und Bretter brauche ich ja dann auch nochmal. Denn für den Rumpf, da wird einiges drauf gehen. So, und dann renne ich wieder los in den Turm, um dort zu schlafen. Das Ruder werden wir vielleicht auch noch nachher ansetzen mit Zäunen oder sowas. So, und jetzt gehe ich aber mal nach oben, um zu sehen, ob ich da eine ruhige Nacht verbringen kann. Mit dem Schwert in der Hand. Ja, den Vorderstäben, den werden wir etwas stärker geneigt ansetzen. Der wird also nicht ganz so steil wie der Achtersteven. Steven, weil die Hamburger, Norddeutschen sprechen halt das scharfe S aus. So, den Creeper da, den werden wir uns mal kaufen. Der hat hier auf dem Werfgelände nichts zu suchen. So. Zack. Wie kommt denn das Stück Holz dahin? Wir hatten das fallen lassen. Ist das noch von mir liegen geblieben? Ha, egal. So. Ja, da haben wir halt das Heckruder. Könnte man, ja, werden wir mal sehen, wie wir das und ob wir das später noch machen. Wichtig ist, dass wir dann hier erstmal auch den Vorderstäben aus dem Wasser. Oh, der reicht ja auch fast bis vorne ran. Oh, so, dann werden wir eins. Zwei und zack, na.
So, wenn wir den hier machen. Zack. Zack. Und noch einen. Zack, zack. Jo. Na, dann ragt er nämlich auch schön hoch raus aus dem Wasser. Das sieht nämlich schon soweit ganz gut aus. Ja, würde auch passen, dass das Schiff hier entsprechend liegt. Und ihr seht also, selbst so ein kleines Schiff, wie die Kogge halt, 20 Meter, 26 Meter in unserem Fall, ist doch relativ, relativ groß in Minecraft. Na, also viele Palastschiffe hier mit drei Masten und so weiter, sind vielleicht doch nicht ganz so lang. Oder im Vergleich dazu jedenfalls nicht ganz so lang. So, dann kommt der Rumpf. Der ist ja wie gesagt relativ bauchig. Läuft natürlich vorne und hinten spitz zu, dann zum Steven. An der Front natürlich spitzer und hinten natürlich nicht ganz so spitz. Deswegen werde ich einfach mal in der Mitte anfangen. Ich hatte ja hier gesagt, dass ich einen Block hier zum Dings frei haben will. Und so, Mast, den haben wir hier, setzen wir dann auch hier einfach mal etwas fröhlicher an. Zack, so und da 20, 10 Meter hoch würden wir jetzt kommen. Das wären jetzt 18 Meter. Und 4, 22 Meter und nochmal 4 wären 26 Meter. Das passt also. Und ihr seht, selbst mit so einem kleinen Schiff wie unserer Kogge hier erreichen wir doch also respektable Masthöhen, die also schon fast an die Grenze von Minecraft heranreichen. Das müssen wir mal gucken, ob und wie das hinhaut. Jetzt habe ich hier 20 Blocks. Bin auf Höhe 96, also um die 32 wären also 16 Meter. Puh. Ja, schauen wir uns das mal noch später an. So, dann will ich hier jetzt erstmal an einer Stelle den Rumpfquerschnitt sauber hinkriegen, das dann eben nach vorne und hinten verlängern und dann eben passend machen, dass das also entsprechend zu den Steven hin spitz zuläuft. Und dazu hole ich mir hier erstmal Material weg. So, ach, rechtzeitig noch nach Luft geschnappt. Spanten hatte so eine Kogge auch, also quasi Rippen, die den Schiffskörper von innen verstärken. Und das wäre natürlich eine Sache, die hier so anzusetzen. Eben hier am Mast 1, 2 raus. Ne, halt, der Kiel, der steht ja unten vor. Der muss ja so bleiben. Obwohl die Kogge eigentlich aus ziemlich flachbödigen Schiffen entstand. Ich sagte ja hier Nordfriesland, ne, Wattenmeer, Ebbe und Flut. Ja, da hat man eben immer Schiffe mit flachen Böden gebaut, damit die eben bei Ebbe trocken fallen konnten. So, das wäre hier. Nehmen wir noch den. Und dann sollten wir 2. Und dann haben wir hier. Ja, das wäre dann hier die Bordwand, die auf die Spanten aufgesetzt ist. Das sieht soweit ganz gut aus. Das kriegt so langsam Form, möchte ich sagen. Na, dann würde nämlich die Bordwand
Hier so lang runter verlaufen, natürlich dann hier noch in die Erde rein gehen. Zack, 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 mir mal hier so ein Stück schon lang. Ups. Na, Kiste. So. So. Das andere, oder auf der anderen Seite würde ich es jetzt halt eben genauso ziehen, dass ich vom Mast aus hier eben erstmal 3 rausgehe. Na komm schon. Und vom Mast aus, zack, 2, 3. So, dann kommt 2. Denn der letzte geht senkrecht nach oben. Das kann ich jetzt von hier aus machen. Da kommt ein Stück Erde rein. Dann zack, zack, zack. Und hier geht es also dann nach oben. Und dann außen kommt eben die Bordwand ran. Zack, zack, zack. Jo. Da haben wir doch schon mal. Einen Ansatz drin, aus dem wir das dann hier alles weiter ausbauen können. Ja. Ich kann jetzt hier noch die Erde wegnehmen, damit ich halt innen wirklich die Bordwand hier hinkriege. Hier also eine relativ, na komm schon, ups, wieder Luft schnappen. Eine relativ starke Krümmung. Beziehungsweise eben das wirklich so bauchig rausgesetzt, dass ich also hier den Schiffsboden habe und dann wirklich ziemlich steil mit einem kleinen Radius den Übergang zur Bordwand. So. Na. Innen kann ich mir das vielleicht noch so hinsetzen. Ja, das denke ich mal passt soweit. Dann habe ich auch hier schon mal Platz ein bisschen so, dass ich hier also hoch kann und hier, na, komm, mache ich mir eine kleine Treppe, dass ich hier aus dem Wasser raus kann. Ja, höher werde ich mit der Bordwand hier nicht gehen. Denn besonders hochbordig waren die Koggen also nicht, obwohl sie eben hochseetüchtig waren. Aber das hier sind ja 2 Blöcke über der Wasseroberfläche. Das ist immerhin 1 Meter Freibord. Das ist schon ganz schön heftig. Ja. So, ja, also eine Grundform habe ich hier jetzt schon, wo ich lang bauen kann. Und wo sich dann eben der Rumpf der Kogge entsprechend entwickeln wird. Ja, so nach und nach werde ich dann also hier die Form herausarbeiten, dass ich dann also hier auch wirklich so das hinkriege. Zack. Da muss ich mir halt auch rantasten. Na komm, zack, so. Ja doch, ist ja gut. So, 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 so. Dass ich hier halt auch innen die entsprechende Form habe. Den Kiel. Ich glaube, wenn ich hier so viel mit Holz arbeite, dann muss ich mir einfach eine Axt zulegen, da führt halt kein Weg, ups, dran vorbei. Baumholz, Waffenwerkzeuge, zack, so. Hier oben, das nicht, da. Ja, nehmen wir mal eine Eisenaxt, die sollte eigentlich fürs Erste reichen. So, und noch ein bisschen so Vollholz dann später, aber erstmal wieder Hayabubu machen. So, und dann schauen wir mal.
am nächsten Tag weiter, dass ich halt am Rumpf weiterkomme, den halt schon ein bisschen nach vorne und hinten ausbaue. Und vielleicht sogar schon in den Bereich komme, wo ich eben dann das Ganze zu den Steven hin verschmälere. Dann auch sehe, dass ich also dafür die Spanten einen vernünftigen Abstand finde. Schauen wir aber einfach nochmal auf den Mast, wenn ich hier so die Perspektive habe. Das sieht so schon ganz gut aus. Der könnte hier durchaus eben noch ein Stück höher. Da kommt ja oben auch noch ein Krähennest rauf. Das war auch eine Neuigkeit bei der Kogge, dass die eben oben am Mast so ein Krähennest hatte, einen Ausguck, dass der eben wirklich ständig einer sitzen konnte und halt Ausschau halten konnte. Eben nach wichtigen Landmarken für die Navigation und so weiter, ne? Weniger nach Piratenschiffen. Das natürlich auch. So. Was ich nämlich hier noch machen will, ist, dass ich den. Jetzt haben wir hier natürlich nicht genug Platz. So, Moment, ich packe mir mir hab mal eine Kiste hin. Um. Mann Gottes, ich habe ja hier überhaupt keinen Platz mehr. So, machen wir das erstmal so. Dann kann ich mir hier eine Kiste holen, dass ich also da einfach ein bisschen Baumaterial, hier so die Erde, die ich hier raushole, dass ich die hier weglegen kann, einfach bequem. So. So natürlich nicht. Da kann ich gleich mal die Axt hier einweihen. So gehört sich das. So, zack. Und dann kann ich mir zum Beispiel hier die Enderpearls reinpacken, den Sand reinpacken, Jack Lantern, die ganze Erde hier reinpacken, das Leder, Federn, zack, so, da ist ja schon mal eine Menge weg, dass ich hier Zeug, das ich hier gar nicht brauche. So, den wollte ich noch drin haben, dass ich hier halt so, den Kiel wirklich aus Vollholz nachziehe, damit er eben auch hier im Schiffsboden noch als solcher deutlich zu erkennen ist. Das ist ja immer ein richtig massiver Balken, Vollholzbalken hier, der Kiel. So. Und oh, Steven, der muss auch besonders massiv sein. Ist halt einfach wichtig für die Stabilität. So, zack. Und ja, dann kann ich hier schon weitermachen. Zack, zack, zack. Hier die Erde gegen Holzplanken austauschen, auf der anderen Seite, ups, Luft holen, natürlich auch. Das Ganze würde fast leichter fallen, wenn ich hier nicht ständig unter Wasser arbeiten würde. Aber egal, ich ziehe das hier einfach mal durch. So, ist ja hier eben auch noch relativ flaches Wasser. Ah, das Ding hier hat ja noch keinen allzu großen Tiefgang mit den 2 Metern bzw. 1,50 Meter, auf die ich hier das Deck lege. So, hier habe ich ja allerdings die, beziehungsweise auf der anderen Seite, ja, die Dings ein bisschen anders gemacht. Das ist ja hier. So. So. Ja, dass wir das hier richtig haben. Momentchen mal. Da habe ich natürlich das hier noch gar nicht gemacht. Müssen wir nochmal gucken. So, und das eben hier auch schon möglichst von der Oberfläche aus alles abgraben. Da geht das dann auch mit der Schaufel ein Stück schneller. Dass man hier eben
nicht unter Wasser graben muss. So, und dann eben einfach nur mal runter geht, um hier unten alles einzusammeln. So. Die Erdemarkierung können wir hier dann auch wegsetzen. So. Zack, zack, zack. Ja, und ich glaube, ich werde mir einfach mal hier Erde hinsetzen, damit ich also hier ein bisschen trockenen Fußes arbeiten kann. Ja, und damit das Wasser hier eben auch schon weg ist. So, hier wollte ich ja noch den Kiel hinsetzen. Der muss eben richtig durch sein. Ja, was an der Kogge vielleicht auch noch verblüfft, ist, dass die eben kein durchgehendes, kein geschlossenes Oberdeck hatte, wie man das ja eigentlich von Schiffen kennt, sondern es war ein offenes Schiff, also auch ein offenes Boot, wo also einfach oben das Wasser reinschwappen konnte. Daher eben auch, jawohl, war das so notwendig, dass halt das Ganze hier mit den höheren Bordwänden, dass das eben so seefest ist. Nicht nur damit man. Ich glaube, ich muss das hier doch so lassen, weil ich will ja nicht, dass die Spanten außen rausgucken. So. Deswegen muss das noch hier ran und hier will ich also auch noch ein bisschen drumherum freischaufeln, dass ich da also schön am Rumpf arbeiten kann. Ach, das ist hier Stein. Werden wir natürlich mit der Pickaxe entfernen. So, einmal zack hier runter alles eingesammelt und hier habe ich dann den zack Bereich. Jawohl, oder? So, der Boden hier an den Spanten, ja, die Schiffsboden muss ich hier natürlich auch noch richtig durchziehen, so wie ich ihn halt hier habe. Aber das ist ja schon mal ganz schön Platz, den ich hier drin habe. Mit dem Mast muss man auch mal gucken. Ich nehme mal an, der war einfach auch verstärkt oder fixiert durch durch die Spantenkonstruktion hier oben, dass das also hier sowas nochmal lang ging. Muss einfach sein. Denn alleine durch die Seile kann der Mast nicht so fixiert werden. Da muss, denke ich mal, hier noch so eine Oberkonstruktion gewesen sein, um den Mast eben halt auch hier zu halten. Natürlich wurde er durch Wanden, so nennt man halt die Verstärkung, die Seile, die eben den Mast nach der Seite stabilisieren, festgehalten. Der stand also nicht richtig frei, sondern wurde eben auch mit Seilen hier zur Bordwand hin abgestützt. Das ist noch eine Sache, die man dann auch schön noch machen kann. So, und hier haben wir eben auch die. Ist das dieselbe Höhe? Ja. So. Ja, und dieser Ring hier, der trägt natürlich auch enorm dazu bei, den Rumpf zu stabilisieren, weil er sich eben dann hier nicht so verformen kann. Die U-förmigen Spanten, die sind halt natürlich nach oben offen. Und jetzt hier mit diesem Querstabilisator wird das Ganze sicherlich also nochmal stabiler. So, ja, ich denke mal für heute, ja, Sonne geht ja auch bald wieder unter. Für heute soll es das hier erstmal soweit gewesen sein. Ich werde hier sicherlich noch ein bisschen offscreen weiterbauen, den Rumpf erstmal also verlängern nach vorne und hinten. Und ja, dann sollten wir also bald, ja, in einigen Folgen denke ich mal, hier eine
fertige, maßstabgetreue Hansekogge in Neptuns Dank zu liegen haben, wie das sich also für einen mittelalterlichen Handelshafen gehört. Ja? So, schauen wir nochmal. Gehen wir rückwärts zum Turm zurück, damit wir hier also dann, schön nochmal die Baustelle im Blick haben, bevor wir uns dann hier schlafen legen und es in der nächsten Folge dann weitergeht. Dann wird also schon ein bisschen mehr vom Rumpf fertig sein. Ja, und dann werden wir hier noch weitermachen. Bis dahin, Adschö mit Ö, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Gutes Nächtle. Ja, okay, trotzdem.